Vielen Dank, Heike, für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrte Anstifter des Stuttgarter Friedenspreises, sehr geehrte Damen und Herren, dear ladies and gentlemen at the screen, please apologize, I'm talking in German for the audience here in Stuttgart. Zuerst danke ich Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind, um die Verleihung des Stuttgarter Friedenspreises an Julian Assange auch unter schwierigen Verhältnissen im Rahmen der Möglichkeiten zu zelebrieren. Mit der Vergabe dieses Preises an Julian Assange haben Sie nicht nur die besondere Leistung des Preisträgers gewürdigt, sondern auch ein Zeichen für die Wahrung der Medien- und Pressefreiheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte gesetzt. Sie setzen ein Zeichen dafür, dass es nicht hinnehmbar ist, einfach zuzusehen, wie jemand mitten in Europa seiner grundlegenden Menschenrechte beraubt wird. Ich hatte im Februar ein sehr eindrucksvolles Gespräch im Bundestag mit der Theaterregisseurin Angela Richter. Sie lernte Julian Assange 2011 kennen. Auf Grundlage von hunderten Stunden von Gesprächen entwickelte sie über ihn und Edward Snowden zwei Theaterstücke. Angela Richter berichtete, sie habe Julian Assange als sehr aufrichtigen, nachdenklichen und hochintelligenten Menschen kennengelernt. Er sei auf eine gewisse Art auch naiv und ein Nerd, aber ein Narzisst und Sexist, als der er oft dargestellt wurde, sei er keinesfalls. In dieses Bild fügt sich auch die Aussage von Nils Melzer, dem UN-Sonderberichterstatter für Folter. In einem vielbeachteten Interview mit dem Schweizer Magazin Republik bezeichnete er die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Assange als von der schwedischen Polizei in Abstimmung mit britischen Sicherheitsbehörden konstruiert. Er legte als Beweis ein erschreckendes Schreiben vor, aus dem hervorgeht, dass die Aussagen gegen Assange gefälscht waren. Assange und WikiLeaks wird oft vorgeworfen, ihre radikal transparente Veröffentlichungspraxis bringe zivile Personen in Gefahr und schade den Bemühungen zum Schutz von Whistleblower und Whistleblowerinnen eher. Auch wir, meine Fraktion im Bundestag und ich, sehen es kritisch, wenn personenbezogene Daten veröffentlicht werden. In diesem Kontext ist es aber wichtig zu wissen, dass Assange nicht alles Material, das WikiLeaks zugespielt wurde, tatsächlich veröffentlichen wollte. Der Grund für die Veröffentlichung von Hunderttausenden teilweise nicht redigierten Botschaftstelegrammen war der Umstand, dass ein Journalist des britischen Guardian 2011 ein Buch über WikiLeaks veröffentlichte und dort ohne Absprache das Passwort zum geleakten Material preisgab. Wer wusste, wo er im Netz zu suchen hatte, um das verschlüsselte Material zu finden und nun das Passwort dazu hatte, konnte das größtenteils unredigierte Material einsehen. In der Kürze der Zeit war es den wenigen Mitarbeiterinnen von WikiLeaks nicht möglich, Namen aus zigtausenden Dokumenten zu schwärzen. Das entschuldigt die Veröffentlichung personenbezogener Daten nicht, hilft aber bei der Einordnung. Mir ist es wichtig zu betonen, auch wer Julian Assange unsympathisch findet und WikiLeaks kritisch sieht, kann damit nicht den menschenunwürdigen und rechtswidrigen Umgang mit ihm legitimieren. Psychische Folter und Isolationshaft ohne legitime Grundlage verletzen die Menschenrechte. Und die Menschenrechte gelten für jede und für jeden von uns und auch für Julian Assange. Ich bin wie Sie in großer Sorge, einmal um den Menschen Julian Assange, dessen Gesundheit geschädigt und dessen Leben gefährdet ist. Das haben wir gerade ja noch mal eindrucksvoll von seiner Lebensgefährtin gehört. Es geht aber auch um unser aller demokratischen Freiheitsrechte. Was passiert, wenn demokratische Staaten wie Großbritannien, Schweden, Ecuador und die USA zusammenarbeiten, um jemanden, der im Interesse der Öffentlichkeit Kriegsverbrechen aufdeckt, mundtot zu machen und wegzusperren? Die Menschen verlieren ihr Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat und in die Gerechtigkeit. Wenn Assange an die USA ausgeliefert wurde und nach dem dortigen Spionagegesetz von 1917 verurteilt worden wurde, wäre dies ein verheerendes Signal an Journalistinnen und Journalisten.
Wer investigativ arbeitet, müsste sich in Zukunft ständig durch demokratisch legitimierte Staatsgewalt bedroht fühlen. Die Freiheit der Presse wäre extrem eingeschränkt, die Kontrollfunktion und damit ein wesentliches Element funktionierender Demokratie würde kriminalisiert. Ein absurder Vorgang, der die Grundfesten unserer demokratischen Grundordnung angreift. Julian Assange ist kein Journalist im engen Sinn, er ist auch kein Whistleblower im engen Sinn, aber er stellt die Plattform für beide Journalistinnen und Whistleblowerinnen zur Verfügung und hat damit eine wesentliche Brückenfunktion. Deswegen ist sein Fall so brisant und deswegen gilt Julian Assange neben Edward Snowden als Staatsfeind Nummer 1 der USA. Die USA sehen in diesen beiden mutigen Menschen eine Bedrohung für ihre nationale Sicherheit. Das muss man nicht verstehen, aber man muss es als nationales Hoheitsrecht akzeptieren. Als Europäerinnen ist es jedoch unsere Pflicht, die Menschenrechte zu wahren und zu verteidigen. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates hat Ende Januar eine Resolution verabschiedet, die alle 47 Mitgliedstaaten dazu aufruft, Assange freizulassen und seine Auslieferung zu verhindern. Auch wenn die Staatsregierungen nicht an diese Resolution gebunden sind, ist das ein Signal, das Mut macht. Ob der Regierungswechsel in den USA, der uns in vielerlei Hinsicht hoffen lässt, auch in der Haltung zu Assange eine Wende bringt, wird sich zeigen. Wir werden weiterhin eine menschenwürdige Behandlung Julian Assange einfordern und das Auslieferungsverfahren weiterhin kritisch verfolgen. Ich habe bereits einen Antrag gestellt, die Bekanntgabe der Entscheidung vor Ort verfolgen zu dürfen. Ob dies unter den gegebenen Umständen am 4. Januar tatsächlich bekannt gegeben wird und ob eine Beobachtung möglich ist, wird sich zeigen. Ich will mit Ihnen die Hoffnung nicht aufgeben, dass die britische Justiz zugunsten von Julian Assange und damit zugunsten demokratischer Freiheiten und der Menschenrechte urteilt. Und ich hoffe sehr, dass Julian Assange bald in Freiheit diesen Preis persönlich entgegennehmen kann. Free Julian Assange!